Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, in der letzten Folge haben wir mal hier von Sekwob die Pacht eingetrieben und sogar noch einen kleinen Bonus bekommen. Beziehungsweise sogar ihn auch noch geplündert und dann nochmal 60 Gold. Auch nochmal. Also, ja, haben wir gut was eigentlich gesammelt. Wie viel fehlt uns jetzt noch? Ah, okay, wir haben nur 100 Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube, wir kriegen jetzt ein bisschen mehr von Torloff. Dafür, dass wir das geschafft haben. Und dann gehen wir zu Hadda, wenn wir jetzt einen Levelaufstieg kriegen. Wenn wir einen Levelaufstieg kriegen und wieder 10 Lernpunkte, gehen wir zu Hadda. Da kostet es nur 5 Lernpunkte hier Stärke zu machen. Wo ist Torloff hin? Bodo, Bauer, Ja, das hat er wirklich behauptet. Ich werde mich da nicht einmischen. Söldner, Cypher, wo ist Torloff? Von mir erfährt keiner was. Ich habe mir das schon gedacht. Söldner, Söldner. Das will doch keiner hören. Ich lieber die Finger. Khaled? Ah, übrigens, ich habe mich geirrt. Khaled, ist jemand anderes. Ich hatte den mit Kalim verwechselt gehabt. Wo ist Torloff? Jetzt einfach, wo es Torloff hin ist. Weitergehen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Söldner, Rott. Meine Meinung will ja keiner. Wo ist Torloff? Hä? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Es war genauso, wie du sagst. Bulko, Silvio, das sind die, denen ich auch aufs Maul hauen muss. Hä, wo ist Torloff hin? Warum gucken die mich alle an? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Mir erfährt keiner was. Brauchst du das nicht? Das ist mir doch nichts Neues. Ich hab mir das schon gedacht. Ich hab keine Ahnung, wo der hin ist. Ist er vielleicht oben? Hier brauchst du das nicht zu sagen, was man hört. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Dann gehen wir mal hier hoch. Es war genau so, wie du sagst. Ah, hier ist er. Meinst du, mir geht es besser? Ich habe die Pacht von Sekob eingetrieben. Ich habe die Pacht von Sekob eingetrieben. Einiges gehört. Und? Hat er freiwillig gezahlt? Ich muss den erst überzeugen. Gut gemacht. Du hast deine Probe bestanden. Noch mehr Ärger. Das wird viele der Söldner überzeugen, dass du zu was zu gebrauchen bist. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Mhm. Wie ist jetzt mein Ruf? Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auf der richtigen Seite stehst. Er hat keine Lust, dass noch mehr Leute nach Silvios Pfeife tanzen. Ich übrigens auch nicht. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Wenn er das nicht sieht, Raul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Basta hat erzählt, du hättest den Schwanz eingekniffen, als er dich herausgefordert hat. Sowas ist keine gute Idee. Vielleicht solltest du nochmal zum Vorposten gehen und ihn herausfordern. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Meine Stimme hast du jedenfalls. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Wenn du bei uns aufgenommen werden willst, musst du schon was dafür tun. Sag mir nicht. Ja, okay, gut. Das hat er doch vorher gewusst. Was ist jetzt hier mit Lee? Man weiß gar nicht mehr, wem man. So, ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Nee, noch nicht. Erstmal muss ich hier mit Torloff quatschen. Das höre ich zum ersten Mal. Und von ihm aus überzeugt werden. Was denn eigentlich hier, wenn wir jetzt hier mal hingehen? Das ist Onor bestimmt. Und hier wohnen bestimmt Maria, Markt. Kann ich mich einfach in ein fremdes Bett legen? Ah, hier schläft er richtig rum. Oh, hallo Maria. Verdammt. Ich hoffe, der ist jetzt nicht sauer auf mich. So, wie du sagst.
ihr erfährt keiner was. Ja, gehen wir mal lieber wieder in Richtung Kurines, in die Stadt. Da müssten wir vielleicht irgendwie schauen, dass wir da noch ein paar Quests erfüllen oder so, keine Ahnung. Da fehlt mir einfach irgendwie zu viele Punkte. Ja, ich muss zugeben, dass ich irgendwie wirklich mal aufsteige. Oder irgendwas kaufe, damit wir vielleicht hier in Richtung Stärke nochmal irgendwie was mehr kriegen. Warte mal, wie viele Quests haben wir hier noch? Bromos, goldene Schale, Banditen in Jacks Leuchtturm, auch noch einmal bei der Miliz, Information von Gabel, die vermissten Bospas Bogen, wo sind die vermissten Leute, der Mann mit der Augenklappe. Ich habe eben Bauernkleidung gegeben, damit kam er in Schöpfer. Okay, das haben wir noch nicht. Das Auge Innos, die Wassermagier, der Ring des Wassers. Das Experiment können wir ja noch machen. Das ist der richtige Moment, um den Zauber einzusetzen. Dann wird er auch vergessen, dass er die Tat gemeldet hat. Aber im Hafenviertel wird wohl kaum jemand verärgert sein, wenn ich ihn niederschlage. Ich soll für Ignaz einen neuen Zauber. Habe ich den Zauber noch? Mittlere Wunden heilen, Feuerpfeil, Eisfall, Feuerball, Licht, leichte Wunden heilen. Vergessen. Das muss ich machen. Boah, ich hätte da eine Idee. Wir könnten mal das vielleicht an Ignaz selber machen. Wäre lustig. Ignaz hat ja uns die Quest gegeben. Und wenn wir ihn dann irgendwie wütend machen mit irgendwas. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Und dann den Zauber an ihn selber machen. Das wäre wohl lustig, oder? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Seinen eigenen Zauber gegen ihn verwenden. Boah, lass mal das machen. Ich hab voll Bock, das zu machen. Ausprobieren, ob das funktioniert. Müssen wir gleich erstmal Ignaz wiederfinden. Boah, wenn die Lurker da nicht mit in Blut fliegen wären. Ich hätte gerne sofort alle da ausgeschaltet. Wirklich, sehr, sehr gerne. Ja, egal. Da müssen wir irgendwie schauen, dass wir erstmal anders an Dingens, an Erfahrungspunkte kommen. Und wir müssen auch noch zusätzlich zusehen, dass die Leute uns hier nicht die ganzen Erfahrungspunkte dann selber wegnehmen. Dass wir hier jetzt nicht mehr zu den Wachen oder so rüberrennen. Ich will aber trotzdem auch eine Armbrust haben. Hier Armbrust und Zweihänder ist irgendwie am optimalsten, glaube ich. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch Schilder haben kann. Und wir sind ja von der Stärke her erst nur 35. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal zu Ignaz und mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte von ihm bekommen. So, da ist Mike oder wie der jetzt hieß. Mika. Das war viel schlimmer. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. So, mal gucken. Können wir ihr noch kaufen? Da bist du ja wieder. Das ist halt deine Ware. Und das wird noch viel schlimmer. So, hat die jetzt irgendwie was Vernünftiges? Er sollte lieber den Mund halten. So ein Zweihänder. Starken. Wolfsmesser? Nee.
Degen, Piratensäbel, Kriegshammer, Wolfszahn, Stabkeule. Ach, erzähl mir nicht so, was darfst du keinem erzählen? Müssen von der Stärke her noch mehr haben. Aber hier, der können wir verkaufen und den Stängelsumpfkraut. Was du nicht sagst. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das darfst du keinem erzählen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Rengaru, hat man nicht mit dem noch irgendwas? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ach so, ja, stimmt. Da war ja was. Sieht das anders. Ich hab vergessen, wofür der war. Was mit dem war. So. Jetzt erstmal wieder ins untere Viertel, ins Hafenviertel. Und jetzt nachsuchen. Warte mal, hat der wieder. Was hat er wieder was Neues? Bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Hat er wieder welche? Nee, hat er jetzt nicht. Schade. Schade, der hat nichts. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist ja interessant. Wer sagt ja, und die rauchen hier auch alle. Ich habe es selbst erlebt. Aber ich finde es komisch, dass wir bisher noch nicht Diego oder so gefunden haben. Oder Lester. Oder Milton. Oder Laris. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. War der nicht hier irgendwo? Ich höre die Snapper auf der anderen Seite. Nicht hier irgendwo? Oder hier? So, wie können wir den am besten aufregen? Warte mal, ich speichere mal eben. Jo. Und wir rüsten vergessen aus. So. Ui, was hat er denn da? Na warte, du dreckiger Dieb. Okay, der ist jetzt eben. Jetzt geht's zur Sache. Nein! Ja, ich auch. Gut. Ich hab den Zauber jetzt verkackt. Laden wir nochmal neu. Haben wir ausgerüstet? Haben wir nicht mehr ausgerüstet. So. Aber. Na, so, warte, du dreckiger Dieb. So haben wir ihn aufgeregt. Jetzt läuft er uns hinterher. Hat auch nicht funktioniert. Nochmal. Aber ich glaube, das könnte bei ihm funktionieren. Wenn wir das auf diese Art machen. Vielleicht muss ich ihn erstmal. Hat er jetzt nicht gesehen oder wie? Aber wir haben seinen Trank. Dann speichere ich das so. Wenn wir jetzt seinen Trank haben. Können wir noch was von ihm klauen? Den Silberkelch. Na warte, du dreckiger Dieb. So, komm. Nein, ich will da hoch. Jo, komm. So, einmal den Zauber. Springen wir mal darüber. Nein! Okay, das hat so nicht geklappt. Wirklich? Das ist ja interessant.
Okay, funktioniert so nicht. Okay, der steckt da jetzt fest, oder wie? Doch, der kommt hier. Hä? Gehen wir mal ein bisschen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Bleib stehen, du Lump. Nö, ich gehe lieber. Hä? Nee, das ist nicht das, was ich machen will. Nein. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Hallo, nicht auf den Rücker zielen. Bleib stehen, du Lump. Hallo? Hä? Warum gehen die jetzt alle auf mich los? Versuch nie wieder mich zu überstehen. Ah, nein. Ja, irgendwie müssen wir das so machen, oder nicht? Irgendwie müssen wir... Wie viel kann ich jetzt... Also... Ja gut, wenn wir das alles von ihm haben können, ohne dass er das, wenn er das nicht sieht, speichere ich das einmal ab. Na warte, du dreckiger Dieb. Jo, jetzt schnell eben einmal abhauen. So, wo können wir am besten fliehen? Der dürfte jetzt nicht mehr in der Nähe sein, ne? So. Aber der Mensch und das Tier sind im Krieg auf dem Land Adanos. Und der Zorn der Götter. Jetzt dürfte der nicht mehr da sein, ne? Und der Mensch erschlug das Tier. Dann speichere das einmal so. Und es ging ein in Belias Reich. Und dann gehen wir mal die Richtung zurück. Langsam und vorsichtig. Nicht, dass der immer noch hinter mir her ist. Da bin ich jetzt gespannt. Der ist nicht mehr hier, okay. So, wenn wir das jetzt so machen... Müssen wir. Nein, nicht auf Karl. Nein. Ja. Hat das jetzt geklappt? Ich hoffe, es hat geklappt. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Ach, hier können wir Alchemie lernen. Wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Ja, klar. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Mhm. Und du benötigst unterschiedliche Pflanzen oder andere Ingredienzien für jeden Trank. Okay. Essenz der Heilung kostet 1 LP. Mana-Essenz, Trank der Geschwindigkeit kosten 5 Lernpunkte. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, hier nochmal vergessen. Klar. Laborwasserflasche. Trank der Geschwindigkeit. Möglich kurzzeitiges Sprinten. Vollständige Mana-Regeneration. Mana, vollständige Regeneration. Lebensenergie-Bonus. Will ich das hier kaufen? Einmal. Weil das gibt ja einen dauerhaften Bonus, wie ich bisher mitbekommen habe. Komm, wir geben mal die... Ne, da brauchen wir nur noch 5, wenn wir den haben. Können wir das Schwert hier verkaufen.
Wo ist Nordmana? Hier, Silberkelch können wir ihm verkaufen. Seinen eigenen Silberkelch. Hier, die Säge darf er wieder haben. Ja, passt. So. Okay, wo ist denn jetzt... Hier, Lebensenergie-Bonus. Ach nee, das gibt nur 50 für einen gewissen Zeit. Okay, dann habe ich Mist gebaut. Okay. Bei dem können wir andere Zaubertränke lernen. Gut zu wissen. Wie viel fehlt uns noch? Nur noch 75. 75 Punkte. Wo kriegen wir die jetzt mal auf die Schnelle her? Mein Gott. Zeig sie ihm! Zeig sie ihm! So, komm. Zeig sie ihm! Zeig sie ihm! Jo, komm. Hau drauf! Komm! Mach ihn fertig! Zeig sie ihm! Noch mal ein bisschen weg. Nicht schlecht. Leg dich Alter, was? Nie wieder mit mir an. Nein! Ich habe erst dahin. Nein! Alles wieder von vorne, verdammt. Und der Mensch erschlug das. Ich hätte speichern sollen. Ah, bin ich so dumm. Wie dumm kann ich sein, ey? Müssen wir das alles nochmal machen mit ihm? So. So, jetzt müsste das geklappt haben. Ich hab. Gut. Ja. Jetzt. So. Zeig mir deine. Dann können wir ihm jetzt halt das hier verkaufen. Nein, nicht das. Egal, jetzt ist es zu spät. So, was können wir noch? Das hier eben und das hier. Passt. Ich komme noch irgendwie an ein besseres Schwert. Dann können wir jetzt eben speichern. Aber irgendwie müssen wir doch gut verprügeln können, oder nicht? Für die letzten paar Punkte. Ach, erzähl mir nicht sowas. Nur wen können wir jetzt gut verprügeln? Wieso visiert er immer irgendwen an? Das soll aufhören, Leute anzuvisieren. Das war's doch inzwischen. Wir haben hier aber auch noch ein paar Quests. Respekt der Söldner, verbotene Weide. Mit freundlichen Grüßen, leere den Krug in einem Zug. Banditenüberfälle, Joe, Lucia, Bromos goldene Schale. Das freut mich, Lucia hat ihrem Boss Bromo eine goldene Schale geschenkt. Bromo will sie wieder haben. Banditen, ja, Informationen zu Gavel. Ja, die vermissten Boss Bogen. Wo sind die vermissten Leute? Da, wir haben nicht mehr viel. Also wir haben nicht so viele Quests, die wir jetzt auf einen Schlag machen können. Boah, ich habe keine Ahnung, was wir machen können. Irgendwo müssen wir doch ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Wir könnten noch mal da hinten hingehen und gucken, ob da, wo wir letzte Mal waren, diesen einen Höhlendurchgang und schauen, was da vielleicht möglich ist. Vielleicht gibt es da doch nicht so gefährliche Gegner. Auch wenn so gefährlich aussah. Würde ich trotzdem noch mal hingehen. Dann vielleicht, weil das ja gerade da am Anfang war. Ein Gebiet. Sind da vielleicht auch noch Jungtiere, Gegner, junger Scavenger, junge Wölfe und so weiter. Dass wir dann zumindest ein paar Erfahrungspunkte mit einsammeln können, dass wir die zumindest mitnehmen können. Hoffe ich zumindest. Denn im Gothic 1 war das ja auch so, dass wir ganz oben, also als wir gerade da ankamen,
hätten wir einfach da noch ein bisschen weiter hochklettern können. Was wir auch irgendwann später getan hatten. Und da noch ein paar Jungtiere gefunden hatten. Junge Mallrats, junge Scavengers und so weiter. Wir können aber auch hier nochmal kurz einmal beten. So, was passiert, wenn wir 100 machen? Plus 1 Stärke. Alter, wie geil. Okay, nice. Bei 100 Goldstück kriegt man Stärke. Wir müssen hier öfters mal beten. Wir hatten immer ein Gold gemacht. So, wo war denn jetzt nochmal der Eingang? Wir mussten irgendwie zu den Banditen, glaube ich, hoch, ne? Genau hier. Ich glaube, es war wirklich hier bei den Banditen. Oder auch nicht. So. Oder bei Cavallon direkt in der Höhle. Können wir mit Cavallon nochmal quatschen? Ne, der hatte ja gar nichts, ne? Der konnte mir nur noch Stärke beibringen. Ja, der gönnt sich erstmal. Ne, hier auch nicht. Hä, wo war... Oh. Noch ein Blauflieder. Hier sieht aus, als könnte man weiter. Ja, tatsächlich, hier kann man weiter. Oder auch nicht. Kann man hier? Laufbieter, nice. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Spruchrolle. Eine hier ist eine Fleischwanze, nice. Komm. Die Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Hätten wir nicht hier hingehen sollen. Ich hoffe, der Varan ist weg. Da. Da ist ein Varan gewesen. Hier, glaube ich. Der Varan ist nicht mehr hinter uns her. Okay. Wo geht's zurück? Hier. Hier war ein Lederbeutel. Und eine Spruchrolle. Okay, nice. Ich wollte jetzt zu... Dings hier, oder war das da vorne? Stimmt, das war bei diesem Wasserfall, ne? Was ist denn das da? Ein Schädel. So, aber erstmal Lederbeutel aufmachen. Mal gucken, was drin ist. 25 Gold, nice. Wir haben schon 3600. Wo war denn jetzt eigentlich der Wasserfall? Hier. Hier speichern wir einmal. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal darunter, oder? Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.